Herzlich willkommen zum KK Learning dieser Woche. Anlass war die Speed-Dating-Vernetzungsrunde des IT-Verbandes Mainfranken. Dazu möchte ich jetzt berichten, was sind die Erkenntnisse, wie funktioniert so Vernetzung während der Pandemie mit Online-Tools. Ein paar Worte vorab zum IT-Verband Mainfranken. Das ist ein Zusammenschluss von IT-Unternehmen aller Bereiche der IT aus der Region Mainfranken, also Würzburg, Schweinfurt, die Landkreise außenrum, wo der Main quasi langfließt. Die Ziele von dem Verband sind im Prinzip, ein bisschen ein Gesicht nach außen darzustellen, dass man die Vielfalt der IT zeigt, dass man eben sieht, wir können tatsächlich die gesamte Bandbreite von IT-Services hier aus der Region anbieten und wir brauchen keine Player von den Metropolen, sondern die Kunden können hier Top-Services aus der Region bekommen. Es dient der Vernetzung mit Wirtschaftsförderung, mit Hochschulen, mit Verbänden, mit den ganzen, Unternehmen, die so um die IHK drum sind und da ja Unterstützung für die Wirtschaft anbieten und dann natürlich die Vernetzung untereinander, die Vernetzung der Unternehmen selber, aber auch die Vernetzung nach außen. Und jetzt war diese Runde so ein klassisches Vernetzungsevent. Wer noch nicht Mitglied bei uns im IT-Verband ist, lade ich herzlich ein, sich das mal anzuschauen, Kontakt aufzunehmen. Das ist wirklich eine super Sache. Denn die Frage ist ja immer, wir sind zum Beispiel auch in der iTeam, das ist ein Systemhausverband bundesweit mit knapp 400 Mitgliedern. Da ist man weit genug weg, dass man nicht in eine Wettbewerbssituation kommt. Und regional hat man vielleicht oft doch das Bedenken, wie sieht es aus, wenn ich vielleicht beim gleichen Kunden dann ein Angebot oder sowas draußen habe, da bin ich doch Wettbewerber, will ich dann wirklich interne Erkenntnisse oder sowas teilen. Aber es ist natürlich viel wichtiger, dass man hier in der Region zusammenhält, dass man vielleicht eher sich ergänzen kann bei Kundenprojekten, dass man eher überhaupt, das Netzwerk und die Wirtschaftskraft in der Region hält und nicht, dass man, die IT von irgendwelchen weltweiten oder ganz, ganz großen Plänen gemacht wird, sondern dass wir das hier in der Region selber alles stemmen können. Deswegen, ich bin absolut begeistert von dem Verband und kann es jedem nur empfehlen, da auch Mitglied zu werden. Jetzt, Vernetzung ist natürlich seit einem Jahr Pandemie eine schwere Sache, weil Kontaktbeschränkungen sollen genau das verhindern. Man muss also digital ausweichen und dieses spezielle Format haben wir tatsächlich jetzt erst entdeckt oder wir haben es eigentlich vorher irgendwie genutzt, aber nicht so richtig zur Vernetzung. Denn wie haben wir das gemacht? Wir haben uns sehr früh getroffen, damit den Arbeitsablauf des Alltages bei keinem trifft. Jeder hat ja den ganzen Tag Videokonferenzen bis in die Nacht hinein und so haben wir uns früh um 7.15 Uhr schon getroffen. Das ist normal nicht meine Zeit, aber was macht man nicht alles dafür? Und dann ging es nach einer kurzen Begrüßung einfach in Einzelsessions. Wir waren, 20 Teilnehmer. Da wurden 10 Räume aufgemacht, 10 Videokonferenzräume und dann immer 2 Teilnehmer zufällig dort in einen Raum zugelost. Und es gab eine 4-Fragen-Programm und 8 Minuten Zeit. Das heißt, jeder hatte für seine Frage eine Minute Zeit, nämlich: Was macht das Unternehmen genau? Wo bietet es wirklich die Mehrwerte? Wo könnte man potenziell zusammenarbeiten? Wo hat man vielleicht Unterstützungsbedarf oder freie Kapazitäten? Wen könnte man dem anderen empfehlen? Wo kann man aus seinem Netzwerk vielleicht eine Tür öffnen? Und umgedreht, wo kann der andere einem vielleicht was haben oder wo hat man da Unterstützungsbedarf? Und so hat man sich dann einfach danach abgearbeitet, sich viele Notizen gemacht und wirklich neue Unternehmen kennengelernt und neue Impulse und Ansätze für eine potenzielle Zusammenarbeit dann wirklich gefunden. Und das wurde dann einfach 4-mal wiederholt und dann hat man danach mit 4 Unternehmen jetzt doch deutliche Einblicke gewonnen. Also es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die hat wunderbar funktioniert. Online hat dem keinen Abbruch getan und das werden wir mit Sicherheit wiederholen und vielleicht sogar auch nach der Pandemie, auch wenn sich jeder endlich wieder treffen will und mal gemeinsam was, einen Kaffee oder sonst irgendwas trinken will und wo da ist es dann doch gemütlicher, sich zu vernetzen. Aber es hat gut funktioniert, es war ein effizientes Format in der Pandemie und wenn Sie sowas in Ihren Verbänden oder mit Ihren Netzwerken noch nicht gemacht haben, dann kann ich das wirklich nur empfehlen, in kleinen Speed-Dating-Breakout-Sessions, das mit der Videokonferenz zu machen. Das war meine Erkenntnis diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen von dem KK Learning. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.